Hurra, wir leben noch. Der S04 gewinnt 2-1 gegen Bremen in einem mal wieder an Dramatik und typischer Schalkehaftigkeit nicht zu überbietenden Wahnsinn. Jungs, Legenden, diesmal sogar drei an der Zahl, Klaus und Abi wie immer und Didi Schacht ist bei uns. Freue mich sehr, Didi. Wunderbar, dass du es einrichten konntest. Ja, war ja großes Legendentreffen auch, ne, beim Spiel. 60 oder 55 Ex-Schalker. Wie habt ihr das alle zusammen erlebt, dieser Schlussspurt? Ja, das war natürlich unheimlich spannend. Ich sag mal, bis zur 80. Minute habe ich nicht dran geglaubt. Aber dann machten wir das 1-1. Dann vergab Bremen noch eine Riesenchance. Und da habe ich gedacht, normal kann man das Spiel nur gewinnen. Und dann machten wir wirklich zum Schluss diesen glücklichen Treffer. Und das ist ja Wahnsinn, was hier dann los war. Das, alle Dämme sind gebrochen. War ja ein kleines Erdbeben hier. Aber gerade der Treffer war ja nicht glücklich. Der war ja wunderschön rausgespielt, ne? Ja, trotzdem am Anfang, muss ich ehrlich sagen, oder weißt, bis zur 70. Minute kann man ja sagen, dass man fast immer daran geglaubt hat, dass wir dieses Spiel noch umbiegen können. Bremen führte 1-0. Und ja, haben wir locker weitergespielt und das geht meistens schief, weil Reis hat was richtig gemacht, er hat richtig ausgewechselt. Da kam man zum Schluss insgesamt drei oder vier Mann rein. Und dann fällt das 1-1. Ja, das weiß man ja selber, wenn man in so einer Situation, du machst das Tor, 2-1, da geht ein totaler Ruck durch die Mannschaft und hat sich die Mannschaft auch dementsprechend so verhalten, hat sich gewehrt und haben dann letzten Endes, ja, am Anfang ein bisschen Glück, aber doch den Sieg geholt. War für Schalke unheimlich, da braucht man überhaupt nicht drüber reden, weil wenn du gegen Bremen verlierst, ja, dann wäre der Deckel oben drauf gewesen, weil das Programm, das wir noch haben und da kein Sieg, das wäre nicht mehr gegangen. Aber jetzt sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Ja, manchmal hängt, Abi, so eine Saison an einem seidenen Faden oder an der Brust von Dominik Drexler, ne? Ja, zuerst mal möchte ich mal sagen, dass wir uns alle gefreut haben, dass so viele ehemalige Spieler wieder da waren. Das machen wir ja, glaube ich, einmal im Jahr vom Verein und das fand ich super. Und ja, vielleicht haben die uns auch alle wieder ein bisschen Glück gebracht. Das muss man einfach so sagen, weil die erste Halbzeit, die war katastrophal, das muss man wirklich sagen. Also mit ein bisschen Pech stehen wir 2-0 Rückstand und dann wird es schwer gegen die Truppe. Die war nämlich nicht so schlecht, wie wir wohl alle gedacht haben. Die haben also rein spielerisch, haben die sehr gut gespielt, auch der Dutt und so. Also, da waren schon ein paar ganz gute Jungs dabei. Aber wie gesagt, 1-0, ich glaube, Reis hat die richtigen Worte gefunden in der Halbzeit oder er hat auch am Tisch gehauen oder die haben sich gegenseitig irgendwie behauen. Auf jeden Fall kam auf einmal eine ganz andere Mannschaft da raus. Man hat gesehen, dass da auf einmal so die 10%, was ich ja letztes Mal gesagt habe, die 10%, die haben die dann auf einmal hier in der zweiten Halbzeit reingeschmissen. Und deswegen ist es eigentlich durch Glück natürlich auch ein bisschen, darf man nicht vergessen. Trotzdem gehört Glück dazu zum Fußball und das war dann richtig und war super, dass wir dann 2-1 gewonnen haben. Ja, so ein Tor in der Nachspielzeit zählt ja genauso wie eins am Anfang der Hälfte, ne? Und gleich am Anfang der Hälfte waren wir ja voll drauf, hatten eine Abschlusschance nach der anderen, unter anderem Salazar, das Ding, wo der Pavlenka hält und. Also der Druck war da, erste Halbzeit haben wir schon gesagt, war schlechter und dann wechselt da einen nach dem anderen ein und ja, das ist ein kleines Märchen mit dem Sepp Vandenberg, ne? Deine alte Position. Innenverteidiger, einer, der hart am Mann ist und nun wirklich nicht der Torschütze, ne? War erst sein viertes Tor im 123. Profispiel, aber verdammt ein guter Zeitpunkt, oder? Er ist auch nicht zuständig für Tore. Er ist zuständig, um Tore zu verhindern. Und in dieser Situation hat uns natürlich mit diesen 1-1 unheimlich geholfen. Ja, und wie es weiterging, haben wir erlebt, der Druck war da bis zur letzten Minute und dann ist eigentlich noch dieses ganz, ganz wichtige 2-1 gefallen und sind drei wichtige Punkte für uns. Da brauchen wir auch gar nicht reden darüber. Und ich muss auch sagen, wenn du Berlin gesehen hast in der ersten Halbzeit in München, die haben sich so schwer getan, die Münchner, ja, und die sind auch nicht top drauf, vielleicht bleibt es länger so und durch Kompaktheit
vielleicht ist da irgendwo noch andere Punkte oder drei Punkte drin. Muss man mal schauen. Aber jetzt haben wir erstmal. Föhnwetter muss sein. Jetzt haben wir erstmal, ja, aber jetzt haben wir erstmal diesen Sieg und sind nah dran am Relegationsplatz und auch weiter oben. Die haben wir, sind auch nicht weit weg, zwei Punkte oder was? Ja, ein Punkt, aber durch die Tordifferenz quasi zwei. Ne? Didi, wir haben ja hier zwei Offensivstars, ne, der Vergangenheit, die immer natürlich besonders auf das Spiel nach vorne gucken. Wie beurteilst du denn die Defensive? Jetzt haben wir gesagt, ohne Jens, auweia, auweia, dann fällt er wieder kurzfristig aus. Aber sie haben es gut gemacht und ne, Sepp Pfannenberg haben wir schon angesprochen, kommt rein nach der langen Pause, macht sogar ein Tor. Wie siehst du das in den letzten Wochen dann? Wie siehst du die Aussichten öfter mal noch zu gewinnen, beziehungsweise vielleicht sogar zu null zu spielen? Ja, erstmal finde ich, hier Abwehr hat in der ersten Halbzeit nicht so gut agiert, da waren wir ein bisschen unsicher. Yoshida hat mir am Wochenende nicht den sichersten Eindruck gemacht, machte ja auch kurz vor Schluss noch einen großen Fehler, der hätte auch ins Auge gehen können. Gott sei Dank hat Drexler da gerettet. Jens fehlt sicherlich, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Für die Zukunft denke ich auch, dass wir jetzt in Mainz vielleicht für eine Überraschung sorgen können. Wir müssen auswärts auch mal was machen, weil andere Vereine haben es uns vorgemacht, die dort unten stehen. Die haben auswärts mal Punkte geholt, wo keiner mitgerechnet hat. Und wir müssen unbedingt mal so einen Überraschungscup landen. Und ich hoffe, in Mainz klappt es wenigstens mit dem Punkt. Jetzt muss man natürlich wieder sagen, die Mainzer haben verloren in Wolfsburg. Der Trainer wird sie auch wieder heiß machen. Und dementsprechend wird es schon wieder eine ganz spannende Geschichte. Vielleicht kommt uns diesmal auch zugute, dass wir schon Freitag spielen. Wenn wir dort wirklich ein gutes Spiel machen und einen Punkt holen, haben wir die anderen dadurch auch wieder ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich denke genau wie der Klaus, aber das habe ich schon vor der Saison gesagt. Wenn wir die Relegation erreichen, haben wir schon einen riesen Erfolg. Und deshalb hoffe ich und denke ich, dass wir am Ende auf dem Relegationsplatz stehen werden. Dann schauen wir, was die anderen machen. Das ist auch immer so ein Thema. Aber lass uns noch mal kurz, Abi, über das zweite Tor sprechen. Das haben die ja in der zweiten Liga schon mal genau so geschossen, ne? In Ingolstadt war das. Salazar, selbe Position, selber Laufweg, Drexler, schöner Chip drüber. Das war mal ein richtig feines Stück Fußball. Jörg, da hast du recht. Und der Einzige, der das eigentlich kann, ist Salazar. Es gibt sonst aus unserer Mannschaft nicht einer, der so ein Pass spielen kann. Und das hat er ja auch schon ein paar Mal hier gemacht. Nur manchmal ist es durchgegangen, manchmal ist es hängen geblieben, wie das nun mal so ist. Diesmal haben wir natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass der genau kommt, der Ball. Der Verteidiger hat auch komplett gepennt bei Werder, da muss man auch sagen. Denn normalerweise so ein Ball, da sieht man, ich sehe ja, wo mein Gegenspieler ist. Und dann gucke ich einmal und dann gehe ich zwei Meter rein und habe den Ball. Also der hat komplett verschlafen, das Ding. Aber so gehört es eben zum Fußball, so ist das nun mal. Der eine pennt und da haben wir auch in dieser Saison schon ein paar Mal gepennt. Und dann fallen Tore. Und was ich persönlich fand ich super, was im Stadion, ja, trotzdem, dass wir noch nach 1-0 und 1-1 die Leute immer noch Gas gegeben haben, das muss ich sagen, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, das ist nicht eine 1, das ist eine 1 plus mit Sternchen und was nicht alle. Unser Publikum hat uns hier wieder nicht im Stich gelassen und die peitschen die Jungs nach vorne und das muss so sein. Aber wie gesagt, da haben wir letzte Woche drüber diskutiert, du musst aggressiv sein. Und ich fand, erste Halbzeit haben wir nicht aggressiv genug gespielt. Wir waren zu weit weg vom Mann. Wir haben uns nicht richtig zugetraut. Aber die zweite Halbzeit war ein bisschen anders. Ja, Werder ist, den haben wir ein bisschen von ihrer eigenen Medizin gegeben. Ne? Die sind nämlich die Mannschaft, die die meisten Punkte geholt hat mit Toren in der Schlussphase und in der Nachspielzeit vor allen Dingen. Wir erinnern uns an Dortmund, ne? 0-2 bis zur, ich glaube, 89. Ja. Und dann noch 3-2 gewonnen. Und das haben die x-mal gemacht und jetzt diesmal ging es eben gegen sie. Ja, wir haben Mainz schon angesprochen. Ich war da in Wolfsburg und habe da gearbeitet, habe mir das Spiel so also genau angucken können. Das war nicht annähernd das Mainz, was man vorher gesehen hat, weil die spielen ja so ein bisschen wie wir, sehr körperlich, ne, machen die meisten Fouls, 1000 Zweikämpfe. Auch wenn sie die gar nicht gewinnen öfter, aber die reißen dich von einem Zweikampf in den nächsten. Ne? Ja, nur den Wolfsburger haben die dann komplett mit One-Touch-Fußball ausgespielt. Aber zu Hause sieht es ein bisschen anders aus bei Mainz, glaube ich. Ja, und wir haben mal hier gewonnen gegen Mainz. Es ist nicht so, dass du gemeinsam gewinnen kannst. Aber das haben wir auch schon öfter gesagt, wir wiederholen es immer. Du musst Gas geben, du musst in die Zweikämpfe rein, ohne dumm zu sein, weil gibt es schnell gelbe Karten, gelb-rote Karten.
Und von der ersten bis zur letzten Minute fighten, weil die vier Spiele, die wir noch haben, ja, da kann alles passieren, ja. Und weil die Gegner heißen auch Eintracht Frankfurt, Bayern, oder vorher Bayern und dann Frankfurt und Leipzig, ja. Und deswegen wäre es noch unheimlich wichtig, wenn wir was holen würden in Mainz. Wir müssen halt aber auch mal aus den Köpfen rauskriegen. Ah, da spielen wir jetzt noch gegen Frankfurt, da spielen wir noch gegen Bayern und dann noch mal gegen... Fußball steht's 0-0. Und da muss sich jeder anpacken und in der Truppe sagen, hör mal, hier verlieren wir nicht. Dann verliert man auch nicht. Wenn man natürlich schon mit Angst in der Hose irgendwo hinfährt, dann verlierst du das Spiel auch, ganz einfach. Man muss auch mal ein bisschen Selbstvertrauen haben und sagen, nee, hör mal, hier holen wir auf jeden Fall was weg. Und das ist das, was ich so ein bisschen vermisse, wenn wir auswärts spielen. Da, wie die kleinen Hasen, dann und der Fuchs kommt, zack. Ja, aber das kann ja nicht sein. Die haben jetzt hier gut gespielt, zweite Halbzeit, darauf müssen sie aufbauen in Mainz. Und ich bin davon überzeugt, wenn sie in der zweiten Halbzeit in Mainz so spielen würden, ja, dann kannst du da was wegholen, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch mal sehen, die anderen Mannschaften stehen auch alle unter Druck. Die müssen alle punkten. Sei es Bayern, sei es Frankfurt, selbst Mainz und Leipzig sowieso. Die wollen ja alle noch im internationalen Wettbewerb, beziehungsweise Champions League, Bayern möchte Meister werden. Also die stehen auch unter Druck. Und das hat man bei Bayern ja auch am Wochenende gemerkt, wie schwer sie sich gegen Hertha getan haben. Aber ich denke auch, dass unsere Mannschaft selbstbewusst auftreten kann, allein mit unseren Fans im Rücken. Deshalb kann ich auch diese in Anführungsstrichen zwei schwachen Auswärtsleistungen nicht verstehen, warum die waren. Ich hoffe, jetzt haben sie es endlich kapiert, dass sie auch im Auswärtsspiel so engagiert und aggressiv auftreten müssen, wie sie es hier bei den Heimspielen halt gemacht haben. Besonders eben in der zweiten Halbzeit oder auch gegen Hertha, ganz klar. Genau, das ist richtig, wenn wir so auftreten wie in Freiburg und in Hoffenheim, wirst du in Mainz nichts gewinnen. Weil die haben auch einen Trainer, der gibt zu Hause auch Gas, die haben nur die Möglichkeit, ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Und deswegen musst du schon von Anfang an. Und Fehler, haben wir auch immer gesagt, Fehler darfst du nicht dir erlauben. So gravierende Fehler, wie zum Beispiel auch der Bochumer gegen Dortmund. Der unterläuft den Ball, der 60 Meter unterwegs ist. Was sind da für Abwehrspieler? Ja, da muss ich wirklich lachen drüber, über so eine Situation, die der hatte. Da hätten die Bochumer nur gewonnen, muss ich mir ja vorstellen. Gott sei Dank. Und die Dortmunder, ja, haben wieder was mal verpasst. Und ja, aber das interessiert uns nicht. Wir sind wichtig. Wir müssen was tun. Und sehr ja, viel. Aber je öfter natürlich so Mannschaften wie Dortmund oder Gladbach ne, was liegen lassen gegen ja. die Konkurrenten, umso mehr Punkte müssen wir holen. Ja. Ne, und dass der Bochumer in Berlin bei Union einen Punkt holt und dann gegen Dortmund nicht verliert, ja. weil die das Ding nicht reinmachen und der Schiedsrichter... Wie oft haben wir uns unterhalten, ne? fast bei jedem Spiel. Du darfst dich nicht nur auf die anderen verlassen. Du musst selbst warten. Da bist du verlassen. Was darfst du in dieser Saison gar nicht auf die anderen verlassen, weil wir denken immer, ach, die spielen dagegen und dann holen die da Punkte oder gewinnen. Und wie gesagt, wir müssen auch dieses Überding mal schaffen. Wir müssen auswärts mal das machen, was die anderen Mannschaften gemacht haben. Nicht, dass nachher da der ein oder andere Punkt uns eben fehlt. Das haben wir ja gesagt. Wir müssen mal ein Spiel gewinnen, wo man nicht mitrechnet. Ja? Und eigentlich rechnen wir ja mit dann Mainz was holen können. Aber da gibt es noch Frankfurt, Bayern und Leipzig, da man vielleicht, wo man überhaupt nicht mit rechnet, dass da was passiert. Na gut, Frankfurt müssen wir schlagen. Also ja. das Heimspiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und der Frankfurter ist ja auch nur gerade nicht gut drauf. Im Gegensatz zu den Mainzern, die haben jetzt zwar einmal verloren, sind aber in der Rückrundentabelle Dritter. Ne? Die haben nur einen Punkt weniger als Bayern und genauso viel wie Freiburg, von denen alle sagen, boah, sind die gut in Form. Ja. Also da ist schon eine also schenken werden die Mainzer uns nichts, auch wenn der Heidel hier war oder wie auch immer. Da wird also sicherlich nichts geschenkt, davon bin ich fest von überzeugt. Deswegen müssen wir wieder aggressiv rangehen und gucken. Die spielen genau, was du gerade sagtest, Jörg, die spielen auch aggressiv, die Mainzer. Die spielen zu Hause auch sehr aggressiv. Und wenn du da nicht gegenhältst, dann hast du in Mainz keine Chance, davon bin ich überzeugt. Aber man kann alles mitnehmen, was man in der zweiten Halbzeit jetzt gezeigt hat, und das kann man in Mainz reinschmeißen.
Und dann wieder eben das Aggressive wie gegen Hertha. Dann bin ich von überzeugt, dass dann kann man da eventuell noch mal was wegholen. Also so stabil sind die auch nicht, dass man nicht sagt, oh, wir verlieren da, wir verlieren 3-4-0. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und die Tatsache, dass Mainz was holen muss, meinst du, die könnte vielleicht für uns sogar, du hast von Druck gesprochen bei den Mainzern, die sind 3 Punkte hinter Leverkusen auf Platz 6 und 1 Punkt hinter Wolfsburg, was ja vielleicht auch noch für Europa qualifiziert, also ganz nah dran, und du meinst, das könnte uns in die Karten spielen? Ja, ich denke, wie sie jetzt in den letzten Wochen gespielt haben, haben sie ja sehr gut gespielt und dadurch ist das Publikum auch verwöhnt und sie erwarten natürlich auch jetzt, dass die Mannschaft möglicherweise noch einen internationalen Wettbewerb erreicht. Und ich glaube schon, dass die Spieler das schon ein bisschen auch im Kopf haben. Der Trainer auch und Heidel und Co. sicherlich auch. Die haben ja dann schon auch schon die Dollarzeichen in den Augen. So ist es ja nicht. Und ich denke aber, dass sie das schon ein bisschen leben wird. Sicherlich, die spielen aggressiv zu Hause, die Mainzer spielen auch gut nach vorne. Das haben sie gegen Bayern gezeigt und auch gegen die Mannschaften vorher. Also das ist schon, wir müssen hellwach sein. Und wenn wir aber von Anfang an dagegen halten und wir uns nicht den Schneid abkaufen lassen, sondern im Gegenteil, dass wir denen den Schneid abkaufen, glaube ich schon, dass wir da eine reelle Chance haben. Ja. Schiri wird aber auch wichtig. Wir haben ja gesehen, die gewinnen zu Hause in Bayern, München 3-1. Ja? Warum? Weil sie haben wirklich gesagt, aggressiv bis, von der ersten bis zur letzten Minute. Und da haben sie ja öfter schon Spiele gewonnen. Und das merkt die Mannschaft auch, das weiß die Mannschaft auch. Und der Trainer sowieso. Und deswegen heißt es, was Abi gesagt hat, ohne Gegenhalten von der ersten bis zur letzten Minute geht es nicht. Ist im Fußball so und wird einmal so bleiben. Ja, ich meine, in der Vorbereitung des Spiels wird sich der Thomas Reis ja das Bayern-Spiel von Mainz angucken. Da kann er gleich zwei Sachen lernen. Ne? A, wie man es nicht gegen Mainz machen darf und B, wie man es gegen Bayern machen muss. Ne? Ja, Mainz zu Hause ist immer eine Nummer, wo auch der Schiri wichtig wird, weil die nämlich sehr geschickt die Angriffe des Gegners sofort unterbinden, ne? Sprich Fouls, wie gesagt, die meist faulende Mannschaft der Liga zusammen mit Hoffenheim, und da müssen wir eben auch drauf vorbereitet sein. Wie gehört das jetzt überhaupt mit unseren gelben Karten? Was ist denn da? Wer ist da jetzt einer gesperrt? Terodde 4, Bülter 4. Nee, ist keiner gesperrt. Also bis jetzt sind wir schon mit 2 Spielen durchgekommen, ohne eine gelbe Karte zu kriegen. Ja. Aber wenn du das weißt, wie die spielen zu Hause, der Trainer weiß das auch. Natürlich. Das ist klar. Ja. Ah, der Jörg ist gut informiert und er weiß ja alles. Ja, ja. Nee, ich bin eben auch auf anderen Plätzen, ja. Und ne, wenn das ja dann so eingeteilt ist, dass ich da ausgerechnet die Mainzer vorher gesehen habe, dann ne, kann man ja auch ein bisschen von dem, was man gesehen hat, erzählen. Ne? Ja. Auch wenn ihr die Experten seid hier. Ja, gut, ja. Aber du bist ja auch lange genug dabei. Ja, apropos lange genug dabei, ihr beiden habt nie gegen Mainz gespielt, ne? Immer andere Ligenzugehörigkeit, kein Pokalspiel, aber Didi hat mit Schalke einmal in Mainz gespielt, in der Schlussphase der Aufstiegssaison. Ja, richtig, haben wir in Mainz 05 gespielt. Jürgen Klopp war auch noch Spieler dort zu dem Zeitpunkt. 1-1 haben wir gespielt. Und wie war der auf dem Platz eigentlich? Hat er da auch immer so viel geredet? Na, viel geredet nicht, aber hat ganz schön ausgeteilt. War mit seinen Ellbogen immer dran. Aber hat er große Pech gehabt, der musste gegen mich spielen. Also war das Thema durch für ihn. War der ein Stürmer eigentlich? Ja, der hat offensiv gespielt, hat aber auch mal hinten drin gespielt. Mach ich doch, ich habe immer gedacht, er hätte Verteidiger gespielt. Ja, aber er hat auch vorne im Sturm gespielt. Und ja, war immer spannend, war ein hartes Duell. Spiel ging 1-1 aus, weil Ingo Anderbrügge in der Schlussphase noch das Unentschieden macht. Wird uns das reichen als Ergebnis? 1-1 in Mainz wäre ich mit zufrieden. Sicherlich würde ich mich mehr freuen, wenn wir 3 Punkte holen. Aber mit dem Punkt gehen wir noch selbstbewusster, denke ich, nach München. Ja, vor allen Dingen muss ja davon aus, Bochum spielt in Gladbach, glaube ich. Ne? Ja, aber das hatten wir. Dann Hertha spielt, ja gut, aber Hertha spielt gegen Stuttgart. Stuttgart. Ja, aber da gewinnt eine Mannschaft. Jeder Punkt, ist wichtig. Natürlich 3 wäre optimal, aber nur eben nicht verlieren. Ja, verlieren darfst du auf keinen Fall. Also, verlieren wäre wieder ganz schlimm, dann fängst du wieder von vorne an. Dann hast du hier wieder eine Zitterpartie nachher, dann spielst du in München, dann fährst du dahin, wenn kein Föhn ist, so wie wir die mal weggehauen haben, 7-0, da war Föhn, aber der Beckenbauer kam raus, hat schon einen Schwindelanfall gehabt. Da und dann so alle so wenig gespielt haben. Ja, genau. Wie vom Föhn her. Da haben sie sofort gesagt, die Schalker, wir haben Föhn gehabt, deswegen haben wir 7 Stück gekriegt. Der ist aber erst nach dem Abpfiff gekommen, ne, eigentlich. Ja, schön, dass ihr da wart.
Jawohl. Und wir werden alle voller danke, Spannung Didi. Freitag ja, ja. nach Mainz schauen. Didi, vielen Dank, immer ja. gerne. Klaus, Abi und dann sind wir Montag hier und reden hoffentlich über einen ganz, ganz wichtigen Sieg. Tschüss und Glück auf. Glück auf. Tschüss.